Mit dem Camper an den Strand zu fahren, das macht richtig Spaß. Aber besonders hier lauern einige Gefahren, die auch für Explorer-Redakteure nicht vorhersehbar sind. Das Problem heißt Treibsand. Eine falsche Stelle reicht und schon steckt die Karre im Dreck. Wie ist die Lage, Martin? Festgefahren vorne links, hinten links haben wir schon angehoben. Deswegen kann ich jetzt hier auch in Ruhe berichten. Es ist also nicht gefaked tatsächlich, sondern mal wieder ein echtes Festgefahren, was nun. Wir werden jetzt vorne links das Rad anheben, so weit, dass das Sandblech drunter kommt, dass der Reifen also direkt schon mindestens im vorderen Drittel drauf steht, was ich dann rausfahren kann. Der Boden hier, auf dem wir uns festgefahren haben, der ist sehr empfindlich. Da möchte ich gar nicht durch viel hin und her fahren und rangieren, den Boden weiter kaputt machen. Wenn man hier sich drauf bewegen kann, wie auf rohen Eiern, weil der Boden nachgibt, dann muss man einfach sehr vorsichtig sein. Rohe Eier, das musst du uns noch mal genauer erklären. Ja, und hier ist tatsächlich schon wieder so ein Bereich. Ich kann hier richtig, es wabert richtig. Schwein gehabt, würde ich sagen. Da oben ist es trocken. Ich werde da immer wieder durchgefahren. Manchmal sieht man nicht, was im Boden so los ist. Aber hier ist eine ganze Menge Wasser los. Darum sollte auch die Bergeausrüstung schnell im Zugriff sein. Wer in so einer Situation noch lange suchen muss, kann sich unter Umständen gleich von seinem Auto verabschieden. Wer schon mal einen LKW im Dreck versenkt hat, wie ich jetzt in diesem Fall hier gerade an einer schönen nassen Stelle in den Dünen in Brasilien, der wird sich das erste Mal Gedanken machen, wie er das Ding eigentlich überhaupt angehoben kriegt. Mit normalen Wagenhebern ist hier nämlich nicht mehr viel zu reißen. Die würden einfach in dem weichen Boden versinken, wo nämlich jetzt auch das Auto mit seinen großen Reifen schon drin versunken ist. Die Lösung sind sogenannte Hebekissen. Die nutzt die Feuerwehr oder die Hilfsdienste, um Fahrzeuge anzuheben, aufzurichten. Und das kann man ganz günstig als Gebrauchtware erstehen. Also dieses ganze Set hier mit den zwei Kissen und der Verteilereinrichtung hat knappe 300 Euro gekostet. Neu müsste man da etwa eine Null dranhängen. Und die helfen mir auch, schwerere Fahrzeuge anzuheben, ohne dass ich hier wahnsinnig werde. Denn mit einem Hydraulikwagenheber schaffe ich ja noch nicht mal wirklich Hubhöhe, um zum Beispiel hier 20, 30 cm den Reifen aus dem Dreck zu kriegen. Weiterer Vorteil der Bergekissen ist, dass sie sehr großes Aufstandsmaß haben. Das heißt, hier, wo der Boden ohnehin weich ist, muss ich mir nicht noch Holz besorgen, um irgendwie alles flächig zu verteilen, sondern wie man das sieht, diese Kissen haben schon sehr viel Fläche an sich mit dabei. Es gibt zwei Techniken. Das eine sind Niederdruckkissen und das zweite sind Hochdruckkissen. Die Hochdruckkissen arbeiten mit 8 oder 11 Bar Druck und die Niederdruckkissen, das ist eins in diesem Fall, die arbeiten mit maximal 0,5 Bar, was impliziert, dass ich hier so eine kleine Verteilereinrichtung mir basteln muss oder eben von der Feuerwehr noch mitbekomme, da ist einmal ein Druckreduzierstück dran, um von den 8 Bar vom Fahrzeug auf maximal 2 Bar, die hier in den Verteiler kommen dürfen, runter zu regeln. Und dann geht es mit maximal 0,5 Bar in die Bergekiste. Dieses hebt in diesem Fall maximal 5 Tonnen. Ich habe für das Fahrzeug hier zwei Stück dabei. Zum einen, um es besser verteilen zu können. Zum anderen, um sie auch mal übereinander zu stellen, um besonders hoch zu heben. Denn es ist nicht der Fall, dass diese gesamte Volumenhöhe wirklich immer zur Verfügung steht. Denn das wölbt sich ja auch manchmal um zum Beispiel die Feder rum oder um das Differential. Und da bleibt manchmal auch nur die Hälfte übrig. Und dann schiebe ich zwei Kissen übereinander ein. Und dieses Einschieben, das ist auch das Stichwort. Einschubmaß nennt sich das. Die Kissen sind, hier vorne haben wir mal ein flaches, zusammengefaltetes, sind einfach sehr, sehr flach. Und auch wenn jetzt hier unter dem Differential nur knapp 5 cm übrig bleiben, passt so ein Kissen noch rein. Das ist gerade in so schlammigen oder sandigen Gegenden optimal. Ich kann es da runterschieben. Was ich allerdings empfehlen würde, ist immer noch so eine dicke Matte dabei zu haben, Schaumstoff, um dafür zu sorgen, dass nicht irgendwo eine scharfe Kante am Fahrzeug, das kann nur ein Schmiernippel sein oder ein Bolzen, dafür sorgt, dass er da irgendwo ein Loch reindrückt. Die Technik an sich ist dann ganz überschaubar, das zeige ich gleich Stück für Stück.
ich nutze den Druckluftanschluss vom Fahrzeug. Wer ein kleineres Fahrzeug da hat, der müsste da einfach einen Kompressor nehmen und den händisch bedienen. Aber der Luftbedarf ist immens, wie man das hier sieht. Das sind knapp 700 Liter Volumen, da drin sind. Da muss also der alte Steyr hier ordentlich für rackern, dass er das aufgefüllt kriegt. Das ist also eine sehr zeitraubende Arbeit. Um das mit dem Kissen aufzufüllen, braucht es bestimmt 10 Minuten Standzeit mit dem laufenden Motor. So, das ist das Paket, was ich jetzt gerne unter dem Differential der Vorderachse platzieren möchte. Merkt, es sind so etwa 10 cm Höhe. Hier sind die Ventilanschlüsse für die Schläuche, die habe ich schon angeschlossen. Das reicht noch nicht ganz. Ich werde jetzt also ein bisschen noch den Sand rausholen und dann schiebe ich das en bloc drunter. Der Schaumstoff sorgt ein bisschen dafür, dass das gut abgepuffert ist. Ja, jetzt ist alles soweit angeschlossen und verkabelt. Jetzt muss erstmal die Maschine wieder laufen, dass der Kompressor ordentlich Druck macht. Und dann schauen wir mal, wie leicht das angehoben wird oder auch nicht. Man sieht, funktioniert das ganz gut. Ich schiebe jetzt mal noch ein bisschen Erde drunter, ein bisschen Sand drunter, dass ich wieder auf normales Fahrniveau komme. Dann hebe ich immer ein Stück höher und dann kommt jetzt das Sand weg drunter. Das musste gerade ein bisschen improvisiert nach vorne werden, weil beide Kissen notwendig waren. Und dann fährt das eben auf Straße wieder raus. Nach 3 Stunden Geackere mal ein erstes Fazit. Das Auto ist noch nicht freigefahren, aber das sollte eigentlich hoffentlich soweit funktionieren. Ganz klar, der Steyr hier, der wiegt nur etwas mehr als 7,5 Tonnen. So voll beladen mit seinen 2 Ersatzrädern und Seilwinden und allem, ist definitiv also einer von den leichten LKWs. Ich kann jedem nur empfehlen, das mal selber auszuprobieren, mit seinem LKW ins Fahrgelände zu gehen, in die Kiesgrube zu gehen und dann mal gucken, ob er das selber wieder angehoben bekommt, denn das ist definitiv keine leichte Aktion. Ich bin total platt. Man musste mehrfach nachjustieren, dann rutschen die Kisten auseinander, die passen nicht direkt übereinander und dann flutschen sie mal durch. Man muss überhaupt erstmal Punkte finden, wo sie nicht kaputt gehen. Da sollte man also vielleicht mal überlegen, auch das ein oder andere nachzurüsten, vielleicht irgendwo ein paar Platten zu machen, die die schlimmsten Bolzen abdecken. Man muss also wirklich improvisieren und sehr viel arbeiten und es gelingt auf jeden Fall nicht sofort im ersten Anlauf. Wenn es dann aber klappt, ist die Druckluft phänomenal. Sie hebt dann, wenn das Kissen sitzt, den LKW spielend hoch. Also wenn man damit dann geübt ist, dann ist das auf jeden Fall eine großartige Sache, die jeder LKW-Fahrer dabei haben sollte. Denn nur so kommt er aus so tiefen Löchern wieder raus. Und selbst dann ist noch einiges an Kraftanstrengung notwendig. Jetzt kann man auch noch einmal richtig schön sehen, wie empfindlich der Boden hier ist. Für noch mehr Festgefahren-Content seht euch doch mal auf unserem Kanal um. Dort findet ihr nützliche Tipps für alle Fahrzeugklassen und Bergeausrüstung. Das alles lest ihr auch in unserem Handbuch Festgefahren, was nun?